Inzwischen ist ja der Quatsch etwas, man kann sagen, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich hier zu unserem Martinas Farewell gekommen seid. Und damit eure Ehrung und euer Andenken an Martina deutlich bekundet. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und darauf erheben wir alle gemeinsam das Glas. Lieber Kai, lieber Harald, liebe Freunde, wir sind hier heute im Libra-Studio zusammengekommen, zu Ehren von einer zweifellos tollen Frau. Ihr Baby, dieses Studio, sie war Waage vom Sternbild, ja, aber Waage, Libra, Ausgeglichenheit, Gleichgewicht, Unabhängigkeit. Sie fühlte sich hier sowohl wie an keinem anderen Ort, wo sie unterrichten konnte. Und deswegen gibt es keine bessere Location als eben diese, um ihrer nochmal zu gedenken. Und wir wollen Momente ihres Lebens, manche schöne gemeinsame Erinnerung noch einmal Revue passieren lassen. Und von dieser Erinnerung gibt es zweifellos eine unglaubliche Vielzahl. Einen bunten Strauß sozusagen, ganz unterschiedlicher Schattierungen. Und wir werden heute manche Anekdote hören, nochmal in ihr Leben blicken lässt. Aber zunächst wollen wir ein Video sehen, was die Kaderpaare von Tanzen Deutschland, des DTV, aufgenommen haben, sozusagen als Dankeschön für Martina. Aber jetzt wollen wir ein wenig fortfahren und ich beginne mal mit der Fragestellung in Zeiten von Let's Dance. Wir haben einen der Protagonisten hier unter uns. Da fragt man sich natürlich schon, wie ist es in Zeiten von Martinas Beginn ihrer Turnierlaufbahn gewesen? Da gab es ja sowas wie Let's Dance nicht und
Wie das so bei jungen Mädchen ist, normalerweise interessieren die sich für Ballett, für vielleicht Sport und vielleicht noch Musik. Und alle drei Dinge hat Martina eben auch gemacht. Mit 11 Jahren hat sie Klavier gespielt, hat Ballett getanzt und war beim Bodenturnen aktiv. Und eines Tages fragte sie ihre Schulkameradin, sag mal, wollen wir uns heute verabreden? Und da sagte sie, nee, ich gehe zum Tanzen. Und Martina, tanzen? Klingt ja interessant. Kann ich da mal mitkommen? Und da hat die Antwort war sofort, natürlich, komm einfach mit, schau dir an. Und so kam Martina tatsächlich in die Residenz Münster. Betrat da zum ersten Mal in die heiligen Hallen dieses Clubs, trat dann ein, sagte, das gefällt mir, das will ich. Das will ich auch. Fing dann an, ihre ersten Tanzschritte zu lernen und tanzte zunächst als Mädchenpaar-Turnier. Fand dann irgendwann einen Tanzpartner, mit dem sie es tatsächlich zur B-Klasse schaffte, in relativ kurzer, überschaubarer Zeit also. Und insofern war da die Grundlage für sie als Tänzerin gelegt. Wie immer ist es so, dass die Geschlechter sich in den 11, 12, 13, 14 Jahren natürlich unterschiedlich von Interessen bewegen und entwickeln. Ihr Partner verlor irgendwann die Lust am Tanzen. Es kam zu dem, was kommen musste, einer Paartrennung, die letztendlich ein Glücksfall für sie und den DTV war, wie die Geschichte ja letztendlich dann im weiteren Verlauf bewies. Sie trainierte solo, alleine vor dem Spiegel. Sie hatte ihre Schritte ja gelernt und übte und übte und übte, weil sie den Fokus nicht mehr vom Tanzen lassen konnte. Und jetzt könnte natürlich der Kulis sagen, in jenen Tagen fügte es sich, dass ein anderer Tänzer ihrer auf einmal bewusst wurde, dieses Solo vor dem Spiegel tanzende Mädchen entdeckte und den damaligen Bundestrainer Wolfgang Opitz fragte, wäre das was für mich? Und der Wolfgang Opitz, der in der Residenz Münster damals offenkundig auch Trainer war, sagte, na klar, frag doch mal. Und so begab es sich dann, dass dieser Tänzer Martina fragte, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Es gab nämlich einen Jugend-TNW-Reise nach Mallorca. Und 1974. Und besagter Tänzer sprach Martina an, in seiner ihm eigenen Art, ich will Weltmeister werden. Woraufhin sie prompt antwortete, na mal schauen, ob das auch klappt, ich ziehe jedenfalls mit. Also da war die Grundlage zu dem gelegt, was sich dann später eben fügte, zu ihrem und zum DTV-Glück. Und ich glaube, Matthias Bonhoff kann zu dieser Mallorca-Story etwas beitragen. Er war nicht der Tänzer. Ja, besagte Mallorca-Reise. Herbert Schmitz war dabei und natürlich unser Kader, Guru-Trainer Karl Breuer. Und ich habe eine kleine Anekdote, weil wir hatten immer Kaderschulungen in Duisburg-Bedau. Es war so, samstags Walter Höfgen hat Latein unterrichtet und sonntags Karl Breuer. So, jetzt muss ich dazu noch sagen, ich dachte, es sind alles nur Personen in meinem Alter heute hier, für die jungen Paare. Es gab einen Tanzfilm, Saturday Night Fever. Ich weiß nicht, ob Sie alle diesen Film kennen. An und für sich muss für jeden Tänzer. Und wir hatten wieder Kaderschulung und wir sind dann erstmal ins Kino gegangen. Alle,
anderem, wie gesagt, Martina, meine Partnerin und der Ganze. Und dann haben wir uns den Film angeguckt. Und jeder weiß ja, da war in dem Film auch ein Tanzwettbewerb. Können Sie sich daran erinnern? Und da war eine junge Dame, die war in John Travolta verliebt. Sie erinnern sich? Naja, jedenfalls wir ins Kino in Duisburg und danach in so eine Diskothek. Und dann haben wir natürlich alle erstmal aufgemischt, den reinen Tanz Saturday Night Fever dann aufs Parkett gebracht. Ja, und dann natürlich irgendwann nach wieder in den Bettenturm, wobei wir haben immer gesagt Partyturm, nicht der Bettenturm. Und dann sonntags morgens mit dicken Augen und dann Karl Breuer. Und dann hat er mit Martina eine Passage getanzt und Max, kannst du dich mal hier hinstellen? Einmal ganz kurz. Und Karl Breuer schweißgebadet, wir saßen drumherum, so wie Sie. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Herr Breuer, darf ich Ihnen die Stirn abputzen? Das war unsere Anekdote aus der Jugend mit Martina. Und das war auch, glaube ich, der erste Zeitpunkt, wo Karl Breuer mich registriert hatte. Was daraus geworden ist, wissen Sie ja. Jeder hat sein Schicksal, auch ich. Interessant, wie jeder sich so an ganz besondere Begebenheiten doch erinnert. In der Folgezeit hat Martina dann ihr tänzerisches Wissen und Können, vor allen Dingen beim Training oder mit dem oder Durchtraining des damals ersten Bundestrainers Wolfgang Kropitz bekommen oder akquiriert. Aber natürlich auch und besonders durch Birgit Bobby Irwin in London. Und dass sie nach London fahren konnten, jeder, der in der Spitze getanzt hat, weiß, dass das nur geht, wenn man gefördert wird. Auch sie wurden von der Deutschen Sporthilfe unterstützt. Nun, jeder, der mit dem Tanzsport verbunden ist, und wir alle sind es, weiß natürlich über die Erfolge, die Martina in ihrem Tänzerischen erreicht hat. Sie gewann Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften. Sie gewann die British Open Championships in Blackpool, unbestritten nach wie vor das Mekka des Tanzens. Und sie wurde für ihre sportlichen Leistungen mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Dass derartige Erfolge natürlich nur durch Entbehrungen und viel Verzicht möglich ist, das weiß auch jeder, der selber mal erfolgreich getanzt hat. Aber neben nüchternen Zahlen, gewonnene Meisterschaft hier, gewonnene Meisterschaft dort, bleibt vor allen Dingen eins in Erinnerung. Neben ihrem unbedingten sportlichen Leistungswillen und dem klaren Fokus auf Perfektion im Tanzen, hat sie sich immer ihren Humor und ihr lebenslustiges Gefühl bewahrt. Sie war immer für Party, Spaß und gute Laune zu haben. Und da gibt es viele Anekdoten. Anlässlich der berüchtigten Bäder-Serie an der Nord- und Ostsee in den 70er und 80er Jahren, organisiert von Harald Arms, einen ganz interessanten und sehr besonders vom Kolorit her Sportrat des Deutschen Tanzsportverbandes, hat sich manche erinnernswerte Episoden zugetragen, von vergessenen Turnierkleid über Chillen am Sylter Strand bis hin zu nach dem Turnier der entsprechenden After-Turnier-Party mit nächtlichem Bad in der Nordsee. Martina war immer dabei. Und ich glaube, dazu kann ich was Besseres sagen als Rudi. Ja, vielen Dank. Ja, also wir kennen ja alle den Begriff, heute scheint das ein neumodischer Begriff, und zwar Life Balance. Und dieser Begriff Life Balance, Life Balance ist für uns so ein bisschen aus dem Bereich arbeitsscheues Gesinde. Für uns schon damals war das aber das Zusammenwirken von Leistung und Party und der Schlüssel zum Erfolg. Und auch hier hatte Tina immer in der ersten Reihe mitgewirkt.
Thema öffnen zu können, nutzen wir immer gerne die Gelegenheit der Bilderfilmserie. Ein Unterhaltungsprogramm für Nord- und Ostseeurlauber. Der Tagesablauf sah wie folgt aus: tagsüber am Strand sonnen, feiern, Spaß haben. Abends Turnier und Showtanzen, danach Party bis in den Morgen. Am nächsten Morgen zur Fähre, Überfahrt zur nächsten Insel. Bei so viel Stress, ich finde ohne Mikro viel besser, bei so viel Stress kann es auch mal passieren, dass was vergessen wird. So ist es auch klar, so ist es auch Tima widerfahren. Alle sitzen startklar auf der Fähre, da heilt eine Frage übers Deck: Hast du dein Lateinkleid? Tima blieb uns die Antwort schuldig, allerdings habe ich sie auch nie wieder so schnell rennen sehen. Nach einiger Zeit kam sie leicht erhitzt, außer Atem, samt Kleid, leger verpackt in einer Plastiktüte zurück und die Fähre konnte ablegen. Diese kleine Anekdote ist ein Beleg dafür, wie Lebensroutine eigentlich war und wie sie es liebte, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Eine kleine weitere, auch für sie typische Anekdote, spielt sich wieder in der Zeit wieder als ihren Porsche Boxster fuhr. Sie hatte mächtig Spaß daran, die Strecke in schnellstmöglicher Zeit zurückzulegen. Der Spruch: Initiative ergreifen, ich bin nicht zu schnell gefahren, ich gestalte hier nur den Verkehr, könnte von ihr stammen. So gibt es eine ganze Menge kleiner Geschichten, die Martina Dietwirth widerspiegeln. Eine Geschichte, die Max eben auch angerissen hatte, war eben dann, nachdem sich Olli für die Tina interessiert hat, eine Begebenheit in der Residenz Münster. Und Wolfgang war damals gerade zum Training da und sagte dann zu Olli: Schick sie mal in den Nebensaal, sie muss rückwärts gehen, schütteln, Herr Foxhaus, kann sie nicht. Tina ging in den Saal und übte stundenlang runter. Wahrscheinlich hat sie vorher in dem Paar erstmal als Herr getanzt, auf jeden Fall hat sie dann dann rückwärts geübt und es gibt keine genaue Kilometeranzahl, wie viel sie letztendlich auf dem Boden bewegt hat. Auf jeden Fall hat sie es dann hinbekommen und eine weitere Trainerin, die auch heute anwesend ist, und zwar die Evelyn, hat dann noch ein bisschen dazu beigetragen, das Ganze zu perfektionieren. Und zwar, die erklärt, was es mit dem Doppelschutz auf sich hat, das also nicht damit zusammenhängt mit den Schützrädern auf dem Fahrrad. So, das war auch eine kleine Geschichte von Tina. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, auch das könnte auch Emily gut erzählen. Und zwar, ich muss mal eben meinen Zettel hier ein bisschen sortieren. Aha. Und zwar, Tanzsport weiterentwickeln, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Komme ich zu dem Thema von Tina Klienten Headroll. Wer zunächst dachte, dieses wäre der Überfahrt Calais-Dover auf dem Weg nach London entstanden, ist nicht dran, aber leider falsch. Sie entstand als Olli im Training, hochmotiviert, ein Stück weit übermütig, waghalsig geradezu in einen Natural Twister kletterte, welche in einer Right Lunge enden sollte. Ich blättere um. Ob der unbekannten Kräfte, die plötzlich herrschten, verlor er im Eingang zur Landstalle Balance. Um der Bewegung wieder Herr zu werden, drückte Olli seinen Bauch nach vorne und zog die Arme nach hinten. Ich nehme mal eine Technik aus dem Witzlaufen. Tina, von der Herausforderung überrascht, handelte reflexartig. Und um die Balance des Paares wiederherzustellen, nach dem Motto: geh dahin, wo Platz ist, also unten weg, oben rein, hat sich aus ihrer Dynamik dann wohl die Headroll ergeben. Aber da kann er mit Ihnen dann gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Ich könnte noch ein paar andere Sachen erzählen, aber ich glaube, ich übergebe jetzt erstmal das Mikrofon wieder an Max. Also, wie wir schon gehört und wie ich auch schon vorhin einige Anekdoten angerissen habe, ihr Tanzpartner war eher die Spaßbremse und sie genoss das Leben in vollen Zügen, so wie wir es eigentlich alle erleben wollten. Tanzen sollte Spaß machen und wir wollten unseren Spaß neben dem Turniertanzen eben auch haben. Zu dem oben erwähnten Chillen am Südner Strand gibt es
allerdings eine sehr bemerkenswerte Episode und die muss ich vorlesen, weil ich sonst den Faden verliere und anfange zu lachen. Bei dem unerwähnten Sonnenbad auf Sylt lagen wir also alle am Strand, auch Martinas Tanzpartner. Als rötlicher Typ, wir wissen es alle, hat er sich natürlich eingecremt, zeigt aber nach kürzester Zeit die ersten Hautverfärbungen. Tinas Kommentar: Lasst ihn ruhig schlafen und weiter im Restaurant liegen. Dann haben wir heute Abend jedenfalls ganz viel Spaß der besonderen Art. Und so war es dann. Es war ein wahrscheinlich für ihren Tanzpartner sehr besonderes Turnier. Gleichermaßen aus Wenningstedt auf Sylt gibt es die Episode, very interesting, ein Angestellter der Kurverwaltung hatte offensichtlich so viel Spaß an dem Tanzturnier und der Verkleidung der Tänzer, dass er sich kurzerhand, wir saßen längst bei Apfelkorn und Wodka und dass er sich kurzerhand einen Frack aus der Garderobe auslieh und bildlich damit am Strand spazierte. Die Polizei wurde und seiner Habe und retournierte den Frack am nächsten Morgen unversehrt an den Turniertänzer. Ich glaube, es war Olli. Wurde Martina vom DTV gebeten bzw. gefragt, ob sie die Tätigkeit, den Job des Bundestrainers übernehmen würde. Sie zögerte sehr lange, diese Aufgabe anzunehmen. Sie fühlte sich nicht stark genug. Sie war im Zweifel über ihre Durchsetzungsfähigkeit und befürchtete sich, gar im Trainer-Haifischbecken wiederzufinden. Und bevor sie dem DTV ihre Zusage gab, versicherte sie zunächst eben der solidarischen Unterstützung von Trainerkollegen. Aber über die Jahre ihrer Trainer- und vor allen Dingen Bundestrainertätigkeit wurde sie zunehmend sicherer im Unterricht und in ihrer Rolle als Referentin bei den unterschiedlichen Wertungsrichter- und Paarschulungen. Und dazu können uns Carsten und Saskia jetzt noch einige kleine Dinge erzählen. Saskia. Übernehme das alleine, ich rede sowieso die meiste Zeit im Kaffee. Also ich habe das ein bisschen anders vorbereitet, und zwar geht es ein bisschen um alles. Als ich Tina nämlich im Jahr 94 kennengelernt habe, durfte ich das erste Mal erleben, mit welchem Enthusiasmus und sehr wachem Auge und sehr, sehr schneller Sprache sie ihr Wissen an den Mann, beziehungsweise in diesem Fall an mich als Frau gebracht hat. Das wurde mir nach meinem Partnerwechsel im März 96 zu einer sehr wöchentlichen und donnerstäglichen Routine. Part mit Bratkartoffelduft in dem Saal, denn im alten TD Süd roch man jedes Mal abends, was in der Kneipe nebenan gebraten wurde. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Vor allem, wenn Sie und ich, beide vom Sternzeichen Waage, beide geboren am 11. Oktober, und fast sogar derselbe Hochzeitstag, nur ein Jahr auseinander. Mein Ehemann, der wurde durch diese Gemeinsamkeiten verbal oft von uns beiden um die Ecke gequatscht. Und spätestens bei unserer gemeinsamen Vorliebe für Hunde waren wir, wie man heutzutage sagt, Sisters in Crime. So kam es, dass es eines Tages, es war Pfingsten, und zwar im Jahr 1997, dass unser damaliger Landestrainer Oliver Beste-Therhorn einen Tag einfach mal nicht konnte. Und abends seine ehemalige Tanzpartnerin am Ende eines sehr schweißtreibenden Tages mit nur zwei getanzten Endrunden an dem Tag, sie für uns am Sonntag ankündigte und sich selbst am Montagmorgen verabschiedet hatte. Welche Freude bei allen Kaderpaaren, als Tina sonntags mit einem sehr breiten, energiegeladenen Lächeln in den Saal kam. 28 Grad um 9 Uhr morgens. Ihre Ankündigung, zu jeder vollen Stunde eine Endrunde tanzen zu wollen, wo das vorher 45 Minuten erarbeitete Thema möglichst umgesetzt werden sollte, führte bei der Mehrheit von uns zu Schockstarre, beziehungsweise haben die fröhliche Ankündigung die meisten gar nicht erst ernst genommen. Als dann in der ersten Endrunde, so gegen kurz vor 10, zwei Paare den Tango aufgrund von Unstimmigkeiten verbaler Natur abbrachen, wurde aus dem Lächeln ein sehr, sehr dünner Strich und die Augen gingen massiv hoch. Nach 5 Tänzen, zu je 2 Minuten 30, machte sie die Musik aus, hielt eine kurze wie knackige Ansprache,
ließ kompromisslos die beiden Paare den Tango einfach wiederholen. Eine aufkommende Diskussion erstickte sie im Keime und hatte ein wiedererwecktes Lächeln auf ihrem Mund. Als sie eine Stunde später das gleiche Szenario nochmal wiederholte und einige Paare mehrfach Tänze abbrachen, wurden ihre Lippen immer dünner und sie erwähnte dann trotzdem nochmal sehr ruhig und konsequent, bis auch der Letzte im Saal verstanden hatte, dass das mit ihr nicht zu verhandeln sei. 8 Endrunden später und einem Wiener Walzer mit Geschwindigkeitswechsel folgend und einer Dauer von ca. 5 Minuten hatte sie uns bei 38 Grad Celsius am Ende gezeigt, was wir eigentlich alles zu tun haben sollen. Es war das erste Mal, dass die Lateiner im Nebensaal, im TD, Mitleid mit uns hatten und weniger getan hatten als wir das ganze Wochenende. Ja, mit einem fröhlichen "Habt ihr super gemacht" beendete sie den anstrengendsten Kader der 90er Jahre und raste mit ihrem Auto vom Parkplatz. Als wir dann im Jahr 2001 aufhörten, schrieben wir, und da sind ja nicht nur Tina, im Prinzip Christa ist ja auch hier und Rudi, haben Kasse und ich unseren Trainern einen Brief geschrieben. Und im letzten Sommer, als ich hier in diesem Saal das letzte Mal gewesen bin mit Kai und Katharina, die jetzt letzte Woche deutscher Jugendmeister geworden sind, hat sie mir aus diesem Brief nochmal vorgelesen. Das hat mich sehr berührt, denn sie hat ihn anscheinend nie weggeworfen und das ist schon 20 Jahre her. Das heißt für mich, ab jetzt wird der 11. Oktober immer ganz schwierig werden, denn es wird das erste Mal dieses Jahr sein, dass ich keine Nachricht gegen Mitternacht von ihr erhalten werde. Und mein Mann, der wie jedes Jahr seit 25 Jahren einen Tag zu spät seine Glückwünsche zum Geburtstag von ihr erhalten hat, wird diese Geflogenheit, auf die er Martina niemals hingewiesen hat, wahrscheinlich auch sehr stark vermissen. Also wir Kaderpaar von damals haben sie sehr, sehr geschätzt für diesen einen Tag, aber der hat uns sehr viel gelehrt. Deswegen, in diesem Sinne, gebe ich das jetzt mal ab. Ja, vielen Dank, Saskia. Man sieht, Martina hat tatsächlich neue Wesen kehren gut, richtig zugelangt bei den ersten Wertungsrichter und Schulungen und Paarschulungen und Lehrgängen eben. Gleichwohl die logistischen und organisatorischen Aufgaben der Kaderlehrgänge, Seminare und Schulungen bewältigt diese dabei immer mit einem fröhlichen Spruch auf den Lippen. Und viele der Teilnehmer eines Lehrgangs in Bad Kissingen werden sich noch daran erinnern und ihr vielleicht auch. Es gab eine Zeit, da war dieser Song eben das Nonplusultra. Und sie hat ihren lustigen Animationstanz dazu dem Auditorium förmlich aufgezogen, als das kleine Typ Piet in Woge war. Ich glaube, Marat erinnert sich auch daran noch. Ihre tänzerische Qualifikation war gleichwohl unangefochten und neidlos anerkannt von Paaren, Funktionären und Trainerinnen und Trainern. Und der Kommentar und Originalton von Evelyn Hedrich Hörmann, als Martina Slow Foxtrot demonstrierte, ich muss es ablesen, weil es so klar und eindeutig, schaut euch diese tolle Fußtechnik an. Das Jahresthema konnte nicht besser getroffen sein, Magic Feet. Und Evelyn wird dazu vielleicht noch das eine oder andere sagen können. Jetzt. Jetzt. Yes, please. Also diese Art, Abschied zu nehmen, soll lustig sein, soll nicht traurig sein, auch wenn ihr gleich heulen werdet. Ich gebe, das muss so sein. Wir müssen uns an die schönen Zeiten erinnern. Wer von euch hat jetzt wirklich nochmal den Doppelstütz gelernt, dieses Märchen vom Doppelstütz, wer hat es gelernt? Bin ich die Einzige? Oh, ist doch noch doppelt. Was? Du auch noch? Ehrlich? Es gibt ja nur das Märchen, dass man das trainieren muss, ne? Also, Opel sagte zu mir, zeigt der den Doppelstütz. Ich sage, warum? Ja, die kann den nicht. Ich sage, brauchen wir den? Kann das weg? Nein, zeigt den Doppelstütz. Also, wie hieß das so schön? Sportler ist, der raucht und trinkt? Trotzdem gute Leistung. Lauter. Und trotzdem gute Leistung. Bist du der Einzige, der das weiß? Ich habe nie geraucht. Okay, also, Martina war toll. Ihre Füße. Ich hätte mir gewünscht, als ich diesen Spruch getan habe, es geht nicht nur um Fußarbeit. Es geht um Fußbenutzung. Das sind unsere Werkzeuge. Das ist so etwas wie ein Instrument. Also ich bin ein Fußfetischist und mir ist schiedegal, ob eine Ferse, Band oder dreifache Fußarbeit beherrscht. Die Füße, man sagt, das Tanzen fängt da unten an. Andere sagen, es fängt oben an. Mir ist es schiedegal, hauptsache es kommt das Richtige dabei raus.
Jetzt, es gibt ein Hall of Fame, die ist nur in unseren Köpfen drin. Und diese Hall of Fame, die betitelt bestimmte Figuren nach den Namen der Tänzer. Und da möchte ich gerne, dass wir Martina einreihen. Es gibt den Castle Walk. Das war ein Pärchen aus Amerika, die den Dreierschritt erfunden haben. Nicht das Rumba-Cross, ne? Kommen wir später. Okay, also der Castle Walk ist ein Ehepaar, die den Slow Foxtrot mitentwickelt haben. Und nein, sie kamen nicht aus England. Spannend. Es gibt einen Miller-Cross. Ich deute es nur an. Es ist ein Miller-Cross, ein Alec Miller mit einer Linksachse und in einem Fischtail hinein. Das ist bekannt unter Miller-Cross. Wer heute eine Art von Fischtail tanzt, sollte das ruhig mal wissen. Alec Miller hat mit einer Josephine Bradley getanzt. Und Josephine Bradley hat ein Bradley Drake erfunden. Tanzt heute noch alles. Das ist von Josephine Bradley, übrigens eine Frau. Eine Frau, die die Fersendrehung erfunden hat. Es gibt auch in Deutschland Lankenau-Pirette. Andrea wird als Lankenau-Pirette weiterleben. Gott sei Dank lebt sie noch. Wollen wir hoffen, noch viele Jahre. Und hier möchte ich gerne, dass wir wirklich die Headroll von Martina pflegen, weitergeben an die nächste Generation. Das wäre mir ganz, ganz, ganz wichtig. Zum Abschluss noch eine ganz lustige Geschichte. Es begab sich zu der Zeit, als Bill eine Privatstunde gab an Oliver und Martina. Es wurde ungefähr eine Stunde lang über Schwung sich unterhalten, dazwischen logischerweise nur zwischen den Männern. Ne? Wir Frauen haben ja nur zugehört und haben gestaunt. Und nachdem Martina nach einer Stunde sagte, ich bin auch noch da, was soll ich jetzt machen, kam von Bill die trockene Antwort, schön in deinem Arsch. Mehr Info hatten wir nicht, wie eine Schwungphase zu machen ist oder zu trainieren ist. Also, das war Frauenpower und dazu gehört Martina und dazu gehört die Headroll. Danke für eure Aufmerksamkeit. Also, wie wir gehört haben, in Kommunikation und Gedankenaustausch und fachlichem Diskurs war Martina immer unbeirrt auf der Suche nach dem richtigen Weg für die Entwicklung des Tanzsports. Überflüssige Schnörkel, überzogenes Race und Effekthascherei waren ihr ein Gräuel. Und deswegen hat sie immer the good old English style in den Vordergrund gerückt und ihn immer verfolgt. Und jetzt sehen wir eine Videozusammenstellung, die Markus Döring aus 40 Jahren MWT, Martina Bessel-Theron, zusammengestellt hat. Und wer sich vorstellen kann, was in 40 Jahren Videomaterial, Fernsehaufzeichnungen und Ähnlichem zusammenkommt, dann wisst ihr, dass Markus da viel, viel Herzblut und viel, viel Zeit vor allem investiert hat. Schon mal jetzt vielen, vielen Dank für alles, was du für heute vor allem auch für euch getan hast. Da hinten Hansi, Bianca, Freiburg, dann natürlich Bremerhaven. Ihr hättet gern als Weltmeister auch einmal ein Heimspiel gehabt. Ja, es wäre wunderschön gewesen, in einer eigenen Heimatstadt zu tanzen, aber wir sind in Latein halt Vierter und zwei Paare werden nur zugelassen pro Nation. Und dann ist es halt nicht möglich. Vielleicht mal Standard auf Dauer. Für drei Tage ist der englische Profitänzer Bill Irwin gekommen. Er ist ja nun mal irgendwo der Beste auf der Welt. Zumindest so, was von den Profis so da war, von den Titeln alleine her schon. Man hat doch einen gewissen Respekt vor ihm, möchte dann auch alles richtig machen und steht dann leicht vor ihm und fängt an zu zittern. Es ist also immer das Gleiche, am zweiten Tag klappt alles viel besser. Ein bisschen Kribbeln ist immer schon da, aber das kommt eigentlich erst kurz vorm Turnier. Die Vorstellung ist das Schlimmste eigentlich, die Vorstellung der Paare. Ansonsten ist man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber ein leichtes Kribbeln wird immer dabei bleiben. Martina Wesselte-Horn im Büro in Münster.
Als Tanzsportamateurin steht sie noch halbtags im Beruf als Notargehilfin. Spitzensportler haben schon in der Schulzeit viele Stundenausfälle. Also auf dem Gymnasium habe ich auf dem letzten Zeugnis, glaube ich, 358 Fehlstunden. Und mit der Anzahl hätte mich kein anderer Arbeitgeber genommen. Und deswegen wollte ich auch erst jobben gehen. Und dann sagte mein Vater, probier's mal im Arbeitsamt, guck dir das da an. Das habe ich 3 Wochen gemacht. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich gehöre ich da nicht hin. Und deswegen hat mein Vater gesagt, dann mach doch bei mir eine Ausbildung. Erst hatten wir beide ein bisschen Angst davor, weil Vater und Tochter sich den ganzen Tag auf der Pelle hängen. Das ist also auch nicht immer das Wahre. Und das klappt eigentlich ganz prima. Und ich muss sagen, die Schule hat sehr geholfen, ja, Berufsschule. Wir waren da zum Gespräch, wie es aussieht mit dem Sport. Und dann hat die Direktorin gesagt, ja, in Ordnung, sehen wir ein, muss sein. Sie muss also auch außerhalb der Ferien weg. Und ich muss sagen, zur Prüfung haben sämtliche Lehrer Wetten abgeschlossen, dass ich nicht zur Prüfung komme, weil ich ein halbes Jahr vorher nicht da war. Der Oliver hat, die Martina, ist in der Beziehung die ideale Partnerin überhaupt. Was Besseres kann, passt überhaupt nicht zum Oliver in der Beziehung. Ich kenne kein Mädchen, was sich so angleichen kann an feinsten Jungs in der Bewegung wie die Martina. Latein-Formationstraining mit Martina. Bernd, lass die Frauen heim. So viel haben wir davon nicht. Anfang on! 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ich muss sagen, ich habe mir nie vorgestellt, dass ich mal Weltmeisterin werden würde. Bis er dann zu mir kam und sagte, du hör mal zu, so und so sieht's aus. Ich habe mit meiner alten Partnerin aufgehört. Ich möchte gern Weltmeister werden, da gehört viel Arbeit zu. Würdest du mitmachen? Und dann habe ich gesagt, naja, okay, ich mache mit, aber ich glaube da noch nicht dran, dass wir Deutsche oder Weltmeister werden. Aber mitmachen tue ich erstmal. So sind wir dann jeden Tag 5 Stunden in den Saal gegangen und haben dann recht schnell schon angefangen. 11 Wochen waren wir schon auf dem ersten Turnier. Das war die Landesmeisterschaft, glaube ich. Sind schon Dritter geworden direkt. Von daher gesehen, da merkte ich dann schon, dass das doch wahr wurde, was er mir da erzählt hatte und dass er das ernst meinte. Wie kommst du denn so mit der klassischen Rolle der Frau beim Tanzen klar? Also der Mann führt, auch wenn sie es besser weiß. Wie sieht denn das aus bei euch? Ja, also eigentlich komme ich damit recht prima klar. Ich sehe das auch vollkommen ein. Es kann, wenn 2 Personen sich miteinander bewegen wollen, kann immer nur einer dominierend sein und einer muss halt mitmachen. Im Latein dagegen ist es ja schon gar nicht mehr ganz so schlimm. Da führt zwar auch der Herr, aber ich kann schon meine eigenen Sachen verwirklichen. Zu gut Deutsch, von 10 Tänzen habe ich 5 Tänze die Möglichkeit, doch noch ein bisschen das zu machen, was ich will. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, in Standard passiert es mir dann auch manchmal, dass ich gerne das Ruder in der Hand hätte, kriege ich aber dann auch gleich wieder den guten Riegel davor gesetzt. Also das Ende, das haben wir beide nicht erwartet, dass es so gut läuft, obwohl es ja nun anstrengend ist. Aber es wurde immer leichter und leichter, es hat überhaupt keine Kraft mehr gekostet. Ja, wir werden Profi und wir haben uns natürlich das Ziel da gesteckt, also genauso weit vielleicht mal vorne zu liegen, nicht in näherer Zukunft, aber dem vielleicht später mal, wie wir es jetzt bei den Amateuren geschafft haben. Sind Sie so gut, dass Sie gleich auf Anhieb bei der nächsten Profi-Weltmeisterschaft einen der vorderen Plätze belegen werden? Glauben Sie das? Nein, ich glaube also noch nicht einmal, dass wir bei der Profimeisterschaft Weltmeisterschaft teilnehmen werden, denn da fahren ja auch genau wie bei den Amateuren nur die ersten beiden Paare der deutschen Meisterschaft hin. Und das zu schaffen, das wäre schon ganz fantastisch, aber daran glaube ich noch nicht. Ist allen aufgefallen, ihr habt mit einem Tempo heute begonnen, wie selten. Der Quickstep schon in der Vorrunde, da hat man gleich Angst gehabt, ob ihr das durchhaltet. Es hat Spaß gemacht, hier zu tanzen bislang und es macht eigentlich bestimmt auch noch gleich Spaß. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an alles gegeben, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Ihr habt heute auch eine neue Kür und ich glaube, die ist fast in letzter Minute fertig geworden, mit allem drum und dran. Ja, wir haben so circa vor 4 Wochen erst damit angefangen, weil wir uns erst ganz kurzfristig dazu entschlossen haben. Wegen der anderen Kleiderordnung durften wir ja die Klassik nicht mehr und deswegen haben wir gesagt, bevor wir die Klassik halb machen, machen wir dann doch lieber eine ganz neue und die ist schlicht und ergreifend. Das Kleid,
Es ist ein anderes als dieses da. Wurde erst vor 2 Tagen fertig. Ja, vor 3 Tagen wurde es erst fertig. Aber meine Schneiderin hat Tag und Nacht dran gesessen und hat es innerhalb von 2 Tagen fertig gekriegt. Heute auch eine Premiere, so ziemlich. Es ist hochgradig selten, dass ich meinen Mund aufgemacht habe, zumindest wenn so viele Leute dabei waren. Beim Training war das dann schon häufiger. Ja. Jetzt weiß ich endlich, Olli, wie es dir mal ging, wenn du zwischendurch sprechen musstest. Cool, ne? Also ich will das jetzt auch nicht melancholisch heute Abend machen, weil wir sind eigentlich beide sehr, sehr glücklich, dass wir auch dieses Kapitel abschließen. Weil wir verlieren uns ja nicht aus den Augen, wir trainieren jeden Tag im gleichen Saal miteinander und wir geben das ja nicht für immer auf, nur in Turnierkleidung und Frack. Das wollten wir endlich mal los sein. Und du siehst dort noch 2 Haken, Oliver, ne? Die sind noch leer, siehst du die? Tust du mir einen Gefallen, siehst du deine Schuhe aus? Ich denke, wir sollten sie jetzt wirklich an den Nagel hängen. Bevor wir doch mal auf die Idee kommen, zu schauen zu können. Könnten wir uns jetzt auch hier in die Mitte setzen, einen schönen Kaffee trinken und alle nochmal wiederholen lassen. So, zum einen werde ich über unser Jahresthema sprechen, Ladies First. Wenn einer glaubt, dass das meine Idee war, dann habt ihr euch getäuscht. Ich hatte ein anderes Thema, aber Horst hat gesagt, ach, ich finde, wir sollten dieses Jahr mal über die Damen sprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schiebe ich mein Thema auf Eis, das kann man ja auch nochmal machen, und habe gesagt, dann machen wir Ladies First. Also es war nicht meine Idee, weil alle mich angesprochen haben, das warst bestimmt du. Nein, das war ich nicht. Subjektive Bewertung ein wenig herauszubekommen, wobei wir uns ja, glaube ich, alle richtig verstehen, das wird subjektiv bleiben. Es wird immer eine Spur subjektiv bleiben. So, wie durch ein Wunder hat Horst eigentlich schon alles in Latein erzählt, was ich in Standard erzählen wollte, ne? Das kennen wir ja schon. Aber das ist ja auch der Sinn und Zweck der Übung, dass wir alle irgendwo dieses Hauptthema Connection für das nächste Jahr, sage ich jetzt mal, hier in Bad Harzburg angefangen, anders
verarbeiten und trotzdem gleich bleiben. Mir geht es im Slow Foxtrot in allererster Linie um das Thema, in der Musik richtig anzufangen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich werde häufig angesprochen von, naja, von Wertungsrichtern, aber auch von Paaren, die dann A-Klasse sind. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Warum steht denn der Simone dann immer so lange rum und die anderen tanzen schon? Ganz einfach, er hört auf die Musik und die anderen fangen einfach an. Ich zeige das schlecht. Ist das okay? Ihr habt gerade gesehen, dass die Dame als erstes den Punkt erstmal hier sucht, im Levity. Das ist das Center of Levity. Da suche ich meinen ersten Punkt. Dann werde ich von dort aus meine Beine lockern und von dort aus kann ich einen Shape kreieren, der den Darm-Shape macht. Unser Jahresthema heißt The Little Difference oder der kleine Unterschied. Und ich mache es sogar in der Fragestellung, was macht den kleinen Unterschied? So, das ist der schöne Schrittansatz. Seht ihr das? Streckt den mal richtig rein. Sofort haben wir auch eine andere Beinlinie. Weil ich würde ganz gerne mal über Disziplin und Respekt reden. Und ich finde das mittlerweile teilweise ganz schön gruselig, was so alles so passiert und wie wir groß geworden sind. Und ich kann nur sagen, jetzt komme ich mal ganz kurz auch auf die Formation, tatsächlich, keine Sorge, ich mache nicht weiter mit Formation, ich gehe in Trainer, Wertungsrichter und Paare, wo da Respekt und Disziplin ein wenig auf der Strecke bleibt mittlerweile. Wenn wir heutzutage so auch auf die Fläche gucken, dann bin ich mir nicht immer sicher, ob die Musik von allen gehört wird. Bereits das Hören und Erleben von Musik löst Emotionen in uns aus. Diese sind jedoch sehr individuell, situations- und personenabhängig. Dennoch ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass uns die Ausschüttung von Endorphinen beim Musikhören beflügeln und anspornen oder eben auch beruhigen oder sogar trösten kann. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Bundeswertungsrichterschulung Bad Harzburg. Ja, wir hatten alle gehofft, dass wir einen Präsenzlehrgang hinbekommen, aber Corona hat uns ja wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so ziehen wir die 1 von der 41 mal runter, nehmen sie solitär raus und dann sage ich jetzt herzlich willkommen zur ersten Video Bundeswertungsrichterschulung Bad Harzburg. Vier Takte Intro, hört man schon. Schlag ab. 5, 6, 7, jetzt hört es. 1. Ich möchte mich hier bedanken bei Simone und Annette, die hier mir wirklich wahnsinnig geholfen haben, dass diese Lecture hoffentlich auch in ihrem Sinne gut verlaufen ist, gut geworden ist und sie alles erkennen konnten, was ich ihnen erzählt habe. Wasser bestreiten durfte, kam in den Genuss,
dass dieser tolle Bandleader genau wusste, welchen Titel man in dem oder und in dem Tanz gerne tanzen wollte. Er wusste bei uns immer, wir wollen Smoke Gets in Your Eyes. Und er wusste bei Martina immer, der Schleier fiel, ist ihre Musik. Und das zog sich auch noch durch die Zeit der Bundestrainertätigkeit, in den Verbandstreffen, in dem Austausch zu uns Verbandstrainern, zog es sich eben bis dahin. Und wir haben oft über die Welle als klassische Figur, als klassische Folge, Slow Fox Trot Pur, geredet, diskutiert, warum muss man da so viel variieren und so weiter und so weiter. Und ich glaube, Markus, wir haben die Musik da. Also, wir hatten ja dann immer klassischerweise die Welle, in der wir tanzen sollten und wo wir dann eben über die technischen Feinheiten gesprochen haben. Könnte losgehen, weil sonst schaffe ich das nicht. Hast du gesagt Welle oder Welle? Nicht Welle. 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 Also wir wollen mit einem klassischen Federschritt beginnen. Und es war ja klassisch, ganz normal mit einer Lehnung zu beginnen. Und einen Takt normal. Und schon diese Synkope war so eine Sache, ob das okay geht. Ja. Und dann kam natürlich noch ganz andere Varianten an. Thank you.
sozusagen mit dem Programm, was wir uns gesteckt haben, durch. Ich war ja nicht alleine. Rudi hat viel mitgearbeitet und extrem viel hat Evelyn immer wieder sekundiert. Ja, das müssen wir auch noch irgendwie so ein bisschen haben und darüber müssen wir auch noch ein bisschen was sagen. Also vor euch steht im Prinzip das Organisationsteam, was diesen heutigen Abend initiiert hat. Aber letztendlich die Idee und den Rückgang geht an Max. Dessen Idee war das und der hat letztendlich das alles federführend gemacht und hat so viele E-Mails geschrieben und was weiß ich alles Mögliche. Und ich glaube, die Esther hat auch tatkräftig zur Seite gestanden. Vielen Dank euch allen. Und natürlich Markus. Und natürlich Simone und Annette. Am schönsten und der größte Dank, den wir als Team 3 plus 2, 5 sozusagen bekommen können, ist aber eure Reaktion. Erstens, dass ihr so vielfältig viele gekommen seid, erstens. Und zweitens, dass es euch offensichtlich, dass es euch offensichtlich Spaß gemacht hat, so ein Leben in vielen, vielen Facetten nochmal Revue passieren lassen zu können. Und nochmal teilhaben zu können an eben viele dieser Momente. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Es gibt jetzt nochmal einen langsamen Walzer für alle. Und da ihr ja alle etwas ein bisschen vom Tanzen schon mal gehört habt, könntet ihr auch alle bitte gerne mittanzen zu einem Titel, den ihr noch nie gehört habt. Bin ich sicher.